So, hallo, nächste Folge. Wir haben gerade einen Troll erlegt und guck mal, was er hat. Ein Trollfell, 300, wie schon sein kleiner Kollege. Ein Streitkolben. Das sieht so niedlich aus, wie er da liegt. Wie so ein kleiner Ewok. Also die Viecher aus Star Trek. Aus Star Wars, Entschuldigung. Und hier irgendwo soll jetzt ein Fokusstein für uns liegen. Das war eigentlich ein total beschissenes Häuschen, was er hier gesucht hat. Eine totale Falle. Aber immerhin ist es geschützt und kein Mensch kommt drauf. Er kommt auch schon auf die Idee, einen Troll zu jagen und zu töten. Das muss ein Irre sein. So, kommt man da irgendwie rauf? Achso, das ist ein Höhleneingang. Ich dachte, das wäre ein Vorsprung. Na gut. Ja, du dürftest eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber lass mich raten, drin sind noch 50.000 Goblins. Okay, da ist keiner, aber ein Pilz. Und noch mehr Pilze und ein Sklavenbrot. Und weitere solche. Und ein Verhau. Ja, super. Kann man die irgendwie lang, kann man die irgendwie durchkriechen oder so als Fleischschwanze wahrscheinlich? Ich will hier aber rein. Man kann nichts machen. Naja, gut. Fragen wir mal den Diego. Vielleicht hat der irgendeine Idee. Aber wahrscheinlich ist es so ein ähnliches Ding wie das Säulen-Problem. Braucht uns einfach gar nichts dazu sagen. Schade, schade. Diego, wo bist du? Da bist du. Wunderbar. Was ist das auch für die Konstruktion hier, die sehe ich zum ersten Mal überhaupt. Ach so. Okay. Eine Winde. Okay, alles gut. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Okay, du greifst ein bisschen die Erde rum. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Du hast nichts an der Winde gemacht, du Pimpf. Aber egal, es funktioniert. Das soll mir reichen. Ich lass mich raten, jetzt ist die Tür da oben offen. Und Diego folgt uns scheinbar. Ja, so ist auch okay. Obwohl er gerade noch gesagt hat, ja, oder in der vorigen Folge, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich bleib ein bisschen hier unten und guck. Wahrscheinlich so wie jetzt. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Ja, so wie jetzt. Na gut. Sei es drum, wir holen uns jetzt den Fokus. Nachdem wir eben schon die Pilze aufgeklaubt haben, kann das eigentlich kein Problem mehr werden. So. Ist die Tür jetzt offen? Die Tür ist offen. Ja, wunderbar. Hier ist nichts, da ist nichts und hier bist ein Fokus stehen. Tatsächlich das erste Mal wirklich, glaube ich, auf so einem Teil drauf. Da Fokus, juhu. Hallo? Mr. Inkompetent hat sich wieder mal gezeigt. Ich frage mich aber, warum hier oben das Tor ist und dort unten verdammt nochmal die Winde. Ich meine, wie sinnlos ist das denn bitte? Aber wahrscheinlich war es auch für mehrere Leute mal gedacht, also damit unten irgendein Kultist steht und guck mal, weitere Goblins. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Ja, wäre schön, Diego. Wir werden uns wiedersehen. Kannst du mir was beibringen, ganz nebenbei? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine... Wir haben ja jetzt 40 Lernpunkte, weiß ich noch. Und wir können für 20 Lernpunkte, glaube ich, zwei Hinder lernen. Aber wir können jetzt schon mal für 10 Lernpunkte unsere Stärke erhöhen. Das würde ich wirklich mal gerne machen. Wie wäre es damit? Und nochmal. Ja, wunderbar. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Mach's gut. Und gut, dann speichern wir mal. Warum auch immer. Ich weiß, reicht mir wahrscheinlich Gewohnheit. Und kümmern uns mal so ein bisschen um die Goblins hier. Warte mal. Kannst du was machen, Diego? Diego? Bemerken die dich überhaupt? Die bemerken dich überhaupt nicht, oder? Hallo? Und ich treff's einfach nicht. Ich treff's. Aber nicht besonders gut. Diego, Hilfe! Böse Goblin-Krieger haben es auf mich abgesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte nur mit denen spielen.
Diego! Du läufst ganz schön schnell, Diego. Na gut. Diego will uns nicht helfen. Diego ist böse. Ah, doch, wir töten einen mit fast einem Schuss. So, nein, wir töten mit einem Schuss fast einen Krieger. So rum war das. Das heißt, wir kriegen es auch ganz gut mit den Schwertkleinen. Ja, noch einer, komm her. Ja, wunderbarst, aber einer fehlt noch. Komm her. Hervorragend. Dann sammelt auch noch eure Keulchen ein, eure Keilchen. Und auf dem Weg zu Satoras, ich weiß, wir können es einfach hinteleportieren, wenn wir das wollten, will ich aber vorher noch im alten Lager Zweihandwaffen gelernt haben. Diego, du läufst in die falsche Richtung, mal ganz nebenbei. Diego. Für Gomez. Für Gomez, ja, nee, eigentlich nicht. Mach's gut. Gut, läufst du wieder in die richtige Richtung? Ja, tatsächlich, wunderbar. Gut, also wie gesagt, wir lernen nochmal Zweihandwaffen. Das war bei Torres, glaube ich, möglich, bei dem netten Herrn mit der, in der Fratzenrüstung, die wir da nicht bekommen können, der am Burgtor herumsteht und uns immer noch, nicht 100.000, sondern 1.000 Erzbrocken abluchsen würde, damit wir in die Burg rein dürfen. Aber wir dürfen eh schon in die Burg rein. Von daher ist das ja völlig sinnlos. Aber die Gesprächsoption besteht leider immer noch. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie sowas nicht rausgenommen haben. Also gut, es ist natürlich auch ein riesengroßes Spiel. Und ich weiß, die Firma war damals nicht besonders reich, das Entwicklerstudio. Und hat das, ja, ich will nicht sagen Eigenregie, aber doch mit relativ niedrigen Kosten gemacht, das Spiel. Und dafür ist es wirklich großartig geworden, das muss ich wirklich mal sagen. Also für den Produktionsaufwand, vor allem da verglichen mit Gothic 3, was wesentlich mehr Aufwand hatte oder wesentlich mehr Geld hatte, dann aber einfach nur mäßig wurde, sag ich mal. Hallo Redford. Immer.